Es bedeutet so viel, einen ewig treuen Gott zu haben. Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht veränderst. Egal wie wir zu dir stehen, bleibst du ein verlässlicher, ein guter, ein freundlicher, ein gütiger und gnädiger Gott. Ich danke dir, dass du auch heute lebendig bist, vor uns bist und dass du uns was zu sagen hast. Und ich bitte dich um offene Herzen und Ohren, dass wir dein Reden verstehen und annehmen. Amen. Amen. Dürft gerne Platz nehmen. Wenn ich mit Menschen über Kirche rede, und zwar mit Menschen, die nicht unbedingt in die Kirche gehen oder sich dazugehörig fühlen, und wir darüber sprechen, warum sie nicht zur Kirche gehen oder nicht Teil einer Kirche sind, dann sind die Antworten und Gründe sehr vielschichtig. Nun, die einen sagen, naja, ich glaube das einfach nicht, dann macht das für mich auch keinen Sinn, in die Kirche zu gehen. Und ich muss sagen, das klingt logisch. Und ist es auch. Wenn ich mich mit dem Glauben nicht identifizieren kann, mich dort nicht wiederfinde, dann kann ich es nur verstehen, dass man sagt, dann macht es auch einfach keinen Sinn, in die Kirche zu gehen. Auch wenn ich hier schon Atheisten begrüßt habe, die sagten, naja, ich bin ja eigentlich Atheist, aber irgendwie tut mir das trotzdem gut, hier zu sein. Also, falls du Atheist bist, du bist herzlich willkommen, hier zu sein. Genieß den Kaffee, genieß die Gemeinschaft und all das hier. Aber genauso gut kann ich natürlich die vielen Atheisten oder Menschen an sich, die damit sich nicht identifizieren können, verstehen, die sagen, deshalb macht es für mich auch keinen Sinn, in die Kirche zu gehen. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die sagen, nee, ich glaube schon. Ich glaube an Gott, aber nicht unbedingt an die Kirche. Ich glaube an Gott, aber Kirche, das brauche ich dafür nicht. Und dann werden oft auch verschiedene Dinge genannt und die Liste an Kritikpunkten für die Kirche ist ja in den letzten Jahrhunderten nicht unbedingt kleiner oder kürzer geworden. Bei all dem Guten, was Kirche in der gesamten Geschichte getan hat, wissen wir alle von vielen Dingen, die nicht gut waren, die Menschen verletzt haben und enttäuscht haben und Menschen zu Recht Kirche kritisieren. Und auch heute, wir müssen da nicht unbedingt nur ins Mittelalter oder in die ersten Jahrhunderte schauen, auch heute gibt es viele Gründe, von Kirche enttäuscht zu sein. Da gibt es vielleicht im Bereich vom Umgang mit Geld Dinge, wo wir sagen, das verstehe ich nicht, das finde ich nicht gut. Man könnte kritisieren und das kritisieren Menschen, naja, Kirche ist irgendwie irgendwann im Mittelalter oder sowas stecken geblieben. Es ist für mich irgendwie nicht relevant. Es geht an meinem Leben irgendwie vorbei. Und die schwerwiegendsten Vorwürfe und Kritikpunkte sind sicherlich im Bereich auch der Missbrauchsfälle, wo man bei aller Liebe zur Kirche an einen Punkt kommt, wo man sagt, ja, ich kann verstehen, wenn Menschen einfach so zutiefst enttäuscht von Kirche sind, dass sie damit einfach nichts mehr zu tun haben wollen. Und ganz ehrlich, ich bin zwar Pastor, aber ich kann es wirklich gut verstehen. Ich kann wirklich gut verstehen, wenn Menschen nicht mehr in die Kirche gehen wollen und kein Teil mehr von Kirche sein möchten. Und ich glaube, dieses Ergebnis am Ende zu sagen, naja, Glaube ja, aber Kirche nein, ist ein Stück weit auch eine Antwort auf eine gewisse Frage. Und zwar die Frage, was bringt es mir denn, in die Kirche zu gehen? Was habe ich davon, Teil einer Kirche zu sein? Und ich möchte dir am Ende meiner Predigt eine andere Frage anbieten, die auch zu einer anderen Antwort führt. Aber bevor wir dazu kommen, macht es Sinn, uns erstmal die Frage zu stellen, was ist überhaupt Kirche oder besser gesagt, wozu ist sie da? Und auch wenn ich hier nicht in ein paar Minuten die komplette Lehre über die Kirche entfalten kann, möchte ich das einfach nur auf einer abstrahierten Ebene erklären. Ich habe hier einen Hammer, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus gebaut. Ich bin handwerklich nicht wirklich begabt, aber ich habe festgestellt, beim Hammer, es gibt wirklich gute und schlechte Hammer. Man denkt ja erstmal, was kann ein Hammer irgendwie gut oder schlecht machen? Und das ist so ein guter Hammer, ja. So ein Maurerhammer, der kostet irgendwie 40 Euro oder so. Also du kriegst auch für 8 Euro welche im Baumarkt. Aber das ist ein richtig guter, ja. Der kann sogar, mit dem kannst du Sachen halt irgendwie
irgendwo reinhauen, ne? Aber der hat zum Beispiel hier so einen Schlitz, da kannst du auch Nägel rausziehen und so einen Special-Effekt oder so, du kannst hier so einen Nagel oder so fixieren und wenn du auch mal zum Beispiel gerade irgendwie ins Mikro reden willst und ein Haus bauen willst, dann kannst du hier einen Nagel reinhauen, reinlegen und dann kannst du nur mit einer Hand so einen Nagel, bam, und hinterherhauen und funktioniert auch mit einer Hand. Also dieser Hammer ist wirklich der Hammer, also der kann echt viel. So, aber es kommt halt auch drauf an, was ich von ihm erwarte. Also ich kann auch enttäuscht werden vom Hammer. Zum Beispiel, dass ich sage, naja, der kann gar keine Schrauben ziehen. Also, und vieles andere kann er auch nicht. Also ich kann den Hammer nur bewerten, wenn ich verstehe, wozu er da ist und wozu er auch nicht da ist. Ich kann auch meinen Part im Ganzen erst erkennen, wenn ich verstehe, wozu Kirche überhaupt da ist. Denn Kirche ist nicht einfach so entstanden. Kirche ist Teil einer Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Gott schuf Menschen und er sagt, ich will Gemeinschaft mit den Menschen haben. Aber im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder und immer mehr Menschen, die auch Gott den Rücken zukehrten und sagten, nee. Und Gott startete die größte Rettungsaktion der Weltgeschichte, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sandte. In Johannes 3, Vers 16 ist das perfekt zusammengefasst in diesem bekannten Vers. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also Gott wollte, dass Menschen nicht verloren gehen. Und dass Menschen in einer friedvollen, heilen Beziehung zu ihm leben. Und deshalb sandte er seinen Sohn, um seine Liebe zu den Menschen deutlich zu machen. Kurze Zeit später gab es Menschen, mit seinen Jüngern gab er ihnen einen Auftrag, um deutlich zu machen, was ihr Part in dem Ganzen ist. In Matthäus 28, Vers 19 und 20, da lesen wir, den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das werden wir in einigen Wochen feiern, die Taufe. Falls du nicht getauft bist, aber daran glaubst, es gibt keinen Grund, sich nicht taufen zu lassen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Also, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Er gibt ihnen einen Auftrag und sie nehmen diesen Auftrag ernst. Einige Zeit später gibt es Pfingsten. Das feiern wir auch in einigen Wochen auf der Freizeit. Und an diesem Pfingsttag kommen 3000 Menschen zum Glauben. Sie hören die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht, dass Jesus Christus für sie gestorben ist und sie durch den Glauben errettet werden und sie sagen, ja, das genau will ich. Und es entsteht die Kirche. Die Kirche hat nicht als Auftrag, eine Mission zu betreiben oder das Evangelium weiterzugeben, sondern sie ist Teil des Auftrages Gottes, der mit seiner Geschichte begonnen hat und die Kirche ist nur durch diesen Auftrag, durch diese Mission Gottes entstanden und ist Teil dieser Mission. Das bedeutet gleichzeitig, dass das ihre Hauptfunktion ist. Die Kirche ist entstanden, damit mehr Menschen Gott kennenlernen und genau das ist ihr Auftrag. Wir haben das, als wir vor 10 Jahren diese Kirche gegründet haben, in einem Satz zusammengefasst, was unser Auftrag ist, unsere Existenzberechtigung. Die Kirche für Bonn existiert, damit immer mehr Menschen in der Liebe zu Gott und ihren Mitmenschen wachsen. Das ist unsere Existenzberechtigung. Wenn wir irgendetwas tun, was nicht dazu beiträgt, dass Menschen in ihrer Liebe zu Gott oder ihren Mitmenschen wachsen, dann sollten wir sofort damit aufhören. Weil es ist so, wie zu versuchen, mit einem Hammer eine Schraube irgendwo reinzudrehen. Es hat unheimlich viel Frustrationspotenzial. Du kannst dir unheimlich viel Mühe geben, aber es wird nicht funktionieren. Wenn wir versuchen, mit Kirche etwas zu tun, wozu sie nicht da ist, wird das genauso sein. Es hat viel Frustrationspotenzial. Das ist der Grund, warum wir Kirche begonnen haben. Jesus sagte das zu Petrus so, ich will meine Gemeinde bauen und das Wort für Gemeinde, was da steht, das ist im Griechischen Ekklesia. Und Ekklesia war kein religiöser Begriff, sondern war ein gesellschaftspolitischer Begriff.
Das bedeutet, den gab es schon mindestens 5 Jahrhunderte vorher. Und er, das war der Name der stimmberechtigten Vollversammlung einer Stadt. Das bedeutet, in jeder Stadt gab es stimmberechtigte Bürger, die kamen zusammen, um über die Belange der Stadt zu beraten. Sie stellten sich die Frage, irgendwie brauchen wir noch einen Kindergarten oder müssen wir eine Brücke bauen oder Hampel oder Kreisel oder was auch immer. Also es ging um ganz normale, einfache Fragen. Aber bei all diesen Fragen ging es darum, Entscheidungen zu treffen, die das Wohl der gesamten Stadt betreffen. Und ich glaube, dass Jesus das bewusst getan hat, dass er diesen Begriff nutzt, anstatt einen religiösen Begriff zu nutzen, um deutlich zu machen, ich will hier eine neue Gemeinschaft gründen, die nicht nur für sich da ist, sondern die bei all dem, was sie tut, auch die Menschen außerhalb dieser Ekklesia sieht. Dietrich Bonhoeffer formulierte das so, Kirche Jesu ist immer Kirche für andere. Ansonsten ist sie nicht Kirche Jesu. Das bedeutet, als wir damals mit 13 Leuten im Wohnzimmer saßen und diese Kirche gegründet haben, war uns allen vollkommen klar, wir gründen keine Kirche für uns 13, weil wir könnten auch einfach in eine andere Kirche gehen. Wir gründen eine Kirche für die Menschen, die jetzt noch nicht hier sind. Und wisst ihr, genau das ist unser Anspruch auch heute noch. Und wenn es eine Sache gibt, für die ich wirklich mein Leben lang kämpfen möchte, dann ist es diese eine Sache, dass wir eine Kirche sind, die eine Kirche für andere ist. Eine Kirche für die Menschen, die noch nicht hier in dieser Kirche sind. Man könnte es unterscheiden zwischen einer auftragsorientierten Kirche und einer bedürfnisorientierten Kirche. Bedürfnisorientiert klingt ja erstmal schön, oder? Man denkt so, Bedürfnisse, ja, das ist nett. Aber wisst ihr, das Problem ist, wenn es in einer Kirche irgendwann nur noch um die Bedürfnisse der Menschen geht, die bereits in der Kirche sind, wenn die Kirche an diesem Punkt gekommen ist, dann können wir den Bestatter anrufen und die Beerdigung dieser Kirche planen. Denn sobald eine Kirche sich nur noch um die Bedürfnisse, um die religiösen Bedürfnisse ihrer Mitglieder kümmert, hört sie auf, Kirche Jesu Christi zu sein, weil sie den Auftrag, den sie eigentlich von Gott bekommen hat, eine Ekklesia zu sein, eine Kirche für die Stadt, weil sie aufhört, diese Identität zu haben, wenn es nur noch um die Befriedigung religiöser Bedürfnisse geht. Und mit 13 Leuten ist das einfach und klar. Wenn man ein paar hundert Leute ist, dann fühlt sich das eigentlich schon so halb fertig an. Eigentlich ist es ja auch so okay. Aber Gott gibt uns einen Auftrag für Menschen, die noch nicht hier sind. Das Entscheidende ist, bin ich bereit, Teil dieses Auftrags zu sein. Ich glaube nämlich, dass es nichts gibt, was so entscheidend ist, wenn wir Kirche für andere sein wollen, wie das, was wir in Johannes 13, Vers 35 lesen. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir dürfen das auf uns heute übertragen. Es gibt kein deutliches Erkennungsmerkmal und Kennzeichen von Christen, von Kindern Gottes, als die Liebe untereinander. Gott hat sich dazu entschieden, sich in der Gemeinschaft seiner Kinder zu offenbaren. Das bedeutet, es gibt gewisse Teile des christlichen Glaubens, die kannst du alleine gar nicht leben. Man kann nicht, Liebe funktioniert nur untereinander. Menschen werden Gott erkennen, erst wenn sie Christen sehen, die in einer Gemeinschaft leben, die von Liebe geprägt ist. Und wisst ihr, warum Liebe an diesem Punkt so entscheidend ist? Weil es nichts anderes gibt, was uns Gott so ähnlich macht, wie wenn wir lieben. Die Bibel sagt nämlich nicht nur, dass Gott uns Menschen liebt, sondern sie sagt, dass er vom Wesen her Liebe ist. Das bedeutet, es gibt nichts, was Gott so stark definiert von seiner DNA, von seinem Wesen her, wie Liebe. Und das bedeutet wiederum, dass wir durch nichts anderes Gott so sehr ähneln und Gottes Herrlichkeit und sein Wesen so sehr in diese Welt hineinbringen, wie durch die Liebe zueinander.
Nun, bei dem Begriff Liebe ist das Schöne und das Schwierige ja auch, dass es ein so großer Begriff ist und ein so abstrakter Begriff, dass jeder sagt, ja, Liebe ist gut, machen wir. Wenn es dann sehr konkret wird, merken wir, das kann auch mal anstrengend werden. Gott gebraucht so ein Bild, wird in der Bibel gebraucht von einem Körper als Bild für die Kirche. Körper als Organismus, der ein Haupt hat, das ist Jesus Christus, aber der aus ganz vielen sehr unterschiedlichen Organen, Körperteilen besteht. Und sie ergeben gemeinsam die Kirche Jesu. Nun, das Komplizierte dabei ist, dass die Teile im Körper sehr unterschiedlich sind. Und das macht das manchmal sehr schwierig, weil eigentlich wünsche ich mir ja, dass alle Menschen um mich herum am besten ungefähr so sind wie ich. Also zumindest sollen sie die gleiche Meinung haben und mit den Dingen genauso umgehen wie ich, weil dann wäre das richtig einfach und unkompliziert. Aber dieses Bild vom Körper macht eines deutlich. Und in 1. Korinther 12 beschreibt Paulus das auch. Diejenigen Glieder am Leib, diejenigen Organe, die du für am wenigsten wichtig hältst, solltest du am höchsten wertschätzen. Und das ist meine auch schmerzhafte Erfahrung. Die Menschen, die vollkommen anders sind als ich, denen ich am liebsten so einen großen Bogen um sie herum mache, weil sie eigentlich fast alles anders sehen als ich. Weil ich mit irgendeiner begeisterten Idee in eine Gruppe hineinkomme und das immer die Leute sind, die Fragen stellen, auf die ich keine Antwort habe. Weil sie die Dinge immer vollkommen anders sehen als ich. Diese Menschen finde ich anstrengend und komisch. Aber was Gott mir deutlich gemacht hat, ist, dass ich niemanden so sehr brauche wie diese komischen Menschen. Weil sie genau anders sind. Weil sie genau die Dinge können, die ich nicht kann. Weil sie die Dinge sehen, die ich nicht sehe. Gott hat uns, und das mögen wir nicht, Gott hat uns in eine gesunde Abhängigkeit zueinander gestellt. Wir lieben es, unabhängig zu sein, einfach frei entscheiden zu können, was ich will, einfach auf niemanden am besten Rücksicht nehmen zu müssen. Aber Gott stellt uns in eine Abhängigkeit zueinander und er sagt am Körper, wenn die Hand sagt, ich will die Gitarre nehmen und die Füße sagen, nö, kann die Hand nichts tun. Die Hand braucht die Füße. Wir brauchen einander, um als gesamter Organismus zu funktionieren. Wir brauchen einander, um als gesamter Organismus zu funktionieren. Und ich möchte nun auf die Frage am Anfang zurückkommen. Ich glaube, wenn ich mir die Frage stelle, was habe ich davon, um Teil dieser Gruppe zu sein, dann werde ich Menschen sehen, die versagen und ich werde enttäuscht sein von diesen Menschen. Ich werde Menschen sehen, die Fehler machen und ich werde enttäuscht sein von diesen Menschen. Ich werde eine Kirche anschauen und ich werde sehen, was sie nicht schafft und die Probleme und Fehler dieser Kirche sehen und ich werde diese Kirche kritisieren und verurteilen. Wenn ich aber mir nicht die Frage stelle, was bekomme ich von der Kirche, sondern was kann ich dazu beitragen, damit diese Kirche funktioniert als Körper und Organismus? Wenn ich mir die Frage stelle, was ist denn mein Part an dem Ganzen? Dann werde ich Menschen sehen, die versagen und ich werde Möglichkeit sehen, ihnen zu helfen. Ich werde eine Kirche sehen, die manche Sachen nicht hat, manche Körperteile ihr fehlt und ich werde erkennen, dass das mein Platz ist. Kann es sein, dass die Dinge, die du in dieser Kirche siehst, die nicht richtig laufen, weil du fehlst? Kann es sein, dass Gott dir das gegeben hat, was uns fehlt? Wisst ihr, ich glaube, wir unterschätzen maßlos, wozu eine Kirche eigentlich fähig ist, wenn sie ihr Potenzial entfaltet.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich und versuche es auch selbst ein bisschen mit Ausdauersport und Triathlon. Und da gibt es die Langdistanz, den Ironman, die Weltmeisterschaft findet immer auf Hawaii statt. Und das sind knapp 4 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon mit 42 Kilometer Laufen. Ich habe mal eine kleine Quizfrage für euch. Was denkt ihr, wie alt ist der älteste Finisher? Und Finisher gilt nur derjenige, der es in 17 Stunden schafft, ins Ziel zu kommen. Wie alt ist der älteste Finisher? 23, okay. 83, sagte jemand. Sogar noch etwas mehr. Nein, es ist derjenige, das ist ein Japaner, ist 86 Jahre alt und er hat mit dem Triathlon mit 69 begonnen. Was sagt uns diese Tatsache? Erstens, vermutlich sind 95% in diesem Raum, können das in ihrem Leben schaffen. Aber ungefähr 99% von den 95% werden es nie tun. Das bedeutet, die allermeisten von uns haben gar keine Ahnung, wozu ihr eigener Körper eigentlich in der Lage ist. Natürlich musst du ein bisschen trainieren und so, ne? Aber das Potenzial, das im Körper steckt, wir haben keine Ahnung davon. Wir wissen es einfach nicht. Und ich glaube, dass das auch auf die Kirche zutrifft. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, wozu der Organismus Kirche eigentlich in der Lage ist. Was er eigentlich bewirken kann, was er eigentlich bewegen kann. Wenn Menschen das Potenzial, das in der Kirche ist, was in ihnen ist, auch entfalten. Und wenn du nicht Teil dieser Kirche bist oder so am Rand stehst oder dir das noch so anguckst, dann habe ich eine ganz persönliche Botschaft an dich. Weißt du, diese Kirche besteht aus Menschen und das ist das Problem. Es wäre so einfach, wenn Kirche einfach ein Gebäude wäre. Gebäude zicken nicht, sie lästern nicht, sie sind nicht enttäuscht oder verletzt. Aber Menschen tun genau solche Dinge. Ich gehöre zu diesen Menschen. Und weißt du, wir sind nicht perfekt, weit davon entfernt. Wir machen Fehler, manchmal sogar solche, dass Menschen enttäuscht sind. Wir verletzen Leute. Manchmal sind wir sogar egoistisch und machen etwas einfach, weil wir es wollen. Manchmal übersehen wir Menschen, die Not brauchen, weil wir so sehr mit uns beschäftigt sind. Und ich weiß nicht, welche Fehler und Defizite du hier entdeckst, wenn du vielleicht nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten, dritten oder zehnten Mal kommst. Aber kann es sein, dass Gott genau dir das gegeben hat, was dieser Organismus braucht, um sein Potenzial zu entfalten? Kann es sein, dass wir genau dich brauchen, weil uns gerade ein Fuß fehlt oder eine Hand? Oder auch etwas, was man nicht deutlich sieht. Weißt du, manchmal sind es Dinge, die nicht sehr sichtbar sind. Ich habe seit ein paar Monaten so ein paar kleine Probleme mit meiner Schilddrüse. Ich wusste vorher gar nicht, was eine Schilddrüse ist. Ist nichts Schlimmes. Aber es ist krass, was so ein kleines Ding, was niemand sieht, welche Auswirkungen dieses kleine Ding auf den ganzen Körper hat. Weißt du, es kann eine Kleinigkeit sein, die fehlt, die Gott dir gegeben hat, die wir brauchen. Die Kirche wird immer unperfekt und mit Fehlern sein. Aber die Frage ist, beurteilst du sie und stellst dir die Frage, was habe ich davon? Oder stellst du Gott die Frage, was hast du mir gegeben, was ich dazu beitragen kann? Und vielleicht stehst du ganz, ganz am Anfang und du sagst, du, ich bin vielleicht kein Atheist, aber ich bin mir noch gar nicht so sicher mit dem Glauben. Und deshalb, das ist okay. Es ist okay, dass du Fragen an den Glauben hast, dass du Zweifel hast und dass du nach Antworten suchst, die du bisher nicht gefunden hast. Meine Einladung an dich ist einfach, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich lasse mich mal hier drauf ein, ich lasse mich mal auf die Gemeinschaft ein, ich lasse mich mal drauf ein, hier einfach ein Teil davon zu sein und mehr reinzutauchen und mehr zu erfahren. Es braucht oft Jahre, um die Dinge mehr und mehr anzunehmen, zu verstehen. Oder manche Fragen auch, die ich nicht beantwortet zu bekommen, zu akzeptieren oder zu überwinden. Vielleicht stehst du schon da, du bist Teil dieser Kirche
Mitglied oder nicht, aber du bist hier dabei. Das ist dein Zuhause. Aber vielleicht bist du irgendwie wie so eine Hand, die einfach mitgetragen wird. Kennt ihr das, wenn Leute laufen und die Hände sich nicht mitbewegen? Das ist ganz komisch. Kann man machen, aber sieht komisch aus, ist auch komisch. Das ist so Körperteile, die einfach so abhängen, die mitgeschleppt werden. Ich will niemandem zu nahe treten. Aber vielleicht wird es Zeit, einfach deine Funktion, das, was Gott dir gegeben hat, das Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, das zu entfalten. Nicht mehr nur noch mit abzuhängen, sondern wirklich Gas zu geben und diesen Organismus mit Leben zu füllen, diese Vision und dieses Potenzial zu entfalten. Und ich glaube, dass Gott hat in den letzten Jahren viele Menschen in diese Räume geführt. Nicht alle dieser Menschen sind geblieben, weil wir uns manchmal zu sehr um uns selbst gedreht haben. Und er wird uns auch in Zukunft viele Menschen zu uns führen. Und diese Menschen werden spüren, ob es uns um uns geht, um unsere Bedürfnisse oder ob es uns um mehr geht. Und das ist mein tiefster Wunsch. Lasst uns eine Kirche sein, die den Auftrag im Fokus hat und nicht nur die eigenen Bedürfnisse. Denn um unsere eigenen Bedürfnisse wird Gott sich kümmern. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber wir haben einen Auftrag bekommen, der größer ist als unser eigenes Leben. Amen.